Hi-ho und willkommen zu meinem Video. Ja, ich habe tatsächlich, wie ihr seht, schon ein bisschen Ordnung hier geschaffen, weil langsam wird es dann jetzt Zeit dafür. Und ja. Ja, und langsam geht's auch, weil langsam kommen wir mal an den Punkt, wo man die Sachen jetzt sortieren kann und so. Ja, also dann. Wo fange ich an zu erzählen? Wo fange ich an? Wo fange ich an? Ja, ich erzähle euch jetzt von meinem Montag. Mein Montag war dann der Tag, wo ich wo der Teppich, unser Teppich, naja, der Teppichmensch da war. Und es war so, dass wir verabredet waren auf zwischen 17 und 18 Uhr. Und so ungefähr um 17:30 Uhr war er dann da. Und ich suche gerade meine Notizen, entschuldigt, falls ich möchte ja jetzt eigentlich alles ganz genau sagen, aber ich finde meine Notizen nicht mehr. Die sind wahrscheinlich schon irgendwo einsortiert für mein Projektbuch. Gut, naja, auf jeden Fall war es dann so, dass der dann da so um die Uhrzeit da war und dann hat er zwei riesengroße Ordner mitgebracht, wo so Teppichmuster dabei waren. Und dann habe ich zur Mama gesagt, bevor wir überhaupt anfangen, nach Farbe oder irgendwas, lass uns erstmal anfassen, wie sie sich anfühlen. Und dann hatte ich einen Teppich, der war so dick, so gefühlt, und der war so weich. Also das war so weich. Und dann war ich so begeistert und habe so gesagt, ja, den hätte ich gerne. Aber dann schließlich und endlich haben wir gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn, weil A läuft Leo drüber, B hat, Leo macht auch, ist das jetzt nochmal Streu? Ja, mit seinem Streu da seine Anteile. Und C ist es so, dass es, wenn es so dick ist, dass es halt dann auch mit den Türen bei uns problematisch wird. Und dann noch der letzte Grund, es war auch arschteuer. Ja. Auf jeden Fall, ich will nicht unhöflich sein, aber hier habe ich den Aufschrieb schon mal. Ich habe den auch fotografiert. Ach, ich nehme jetzt das da. Auf jeden Fall habe ich dann als nächstes war es dann so, dass wir dann nochmal ein Muster rausgesucht haben und der hieß dann Castello in der Farbe 90. Also falls irgendjemand irgendwo Teppichmuster angucken kann, damit er weiß, von welchem hier gesprochen wird. Und der kostet ungefähr 79,90 den Quadratmeter. Und den fand ich dann vom Gefühl, so vom Handgefühl auch mega. Aber der sprengt mein Budget ganz schön. Also das ist wirklich, ja, da muss ich dann, also meine Mama hat dann schon gesagt, sie guckt mal und überhaupt und so und so. Und das müsste man dann, wenn wir das Angebot haben, besprechen. Aber ich denke eher, dass es der nicht wird. Und dann haben wir noch einen Teppich, der heißt Luna. Und das in der Farbe 92 und der kostet dann ungefähr, endet irgendwie immer auf 90, merke ich gerade, 59,90. Das sind 20 Euro Unterschied den Quadratmeter und das kann schon sehr viel ausmachen. Also rein von den Messungen her haben wir anscheinend in unserem, also im Salon, sind 16,60 Quadratmeter und das dann mal den Preis, das ist schon happig. Ja, und dennoch muss ich sagen, beide gefallen mir, obwohl mir der Castello natürlich noch ein bisschen mehr gefällt, weil er viel weicher ist. Und ja, das muss ich jetzt aber halt abwarten, wie das Angebot dann sein wird, was der sagen kann. Und ja. Ja, und dann ging es natürlich auch noch um eine Vorhangstange, weil die Vorhänge, die hole ich bei Otto, da kosten die, glaube 50 Euro oder so oder auch weniger. Und dann habe ich da auch noch vor meinem Geburtstag zwei Gutscheine und von daher, dann hole ich das bei Otto und ja, dann ist es günstiger. Und ja,
Und dann habe ich halt noch so habe ich halt überlegt und dann haben wir geguckt und dann haben wir halt besprochen, was es da so für Stangen gibt. Und die meisten, und dann war so eine Edelstahlstange mit, ja, also aus Edelstahl erstmal so als erstes angeboten. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Weil wenn da einmal die Sonne drauf knallt, das blendet mich. Und dann liege ich da in meinem Zimmer und kann mich nicht bewegen. Also Edelstahl geht nicht. Dann hat er gesagt, ob ich eine Aluminiumstange, also eine weiß, das wäre wär dann weiß, aber wäre unten Aluminium. Und dann habe ich gesagt, Aluminium geht auch nicht. Weil wenn es bei uns in der Wohnung warm wird, dann erhitzt sich das Aluminium und ich rieche es. Ich finde, das Aluminium stinkt, wenn es warm wird. Das ist unglaublich. Und deswegen, also Aluminium kam dann auch nicht in Frage. Und jetzt haben wir eine Holzstange, weiß bemalt, mit runden Endungen und ich glaube Edelstahl, also die Anbringungen sind jetzt aus Edelstahl und da ist eher weniger, dass die Sonne drauf knallt, weil die sind ja im wahrsten Sinne des Wortes, da ist einer und wahrscheinlich kommt noch einer in die Mitte. Ja, aber das ist dann Zukunftsmusik und ja, da kümmere ich mich dann erst dann, wenn es soweit ist, drum. Also ich frage, ich gucke hier gerade parallel. Ich habe vorher angefangen, Markus Lanz zu gucken, wegen der Geschichte in Israel, weil mich das jetzt gerade irgendwie interessiert hat. Ja, und das ist der Oberbürgermeister von Berlin, den ihr gerade bei mir in meinem Hintergrund seht. Ja, auf jeden Fall, was kann ich noch sagen? Also es wird durchgehen. Also es wird dann, wie gesagt, so mit drei Anbringungen angebracht und dann kann man da in der Mitte, so wie jetzt auch bei mir mit meinem Mann im Mond, kann ich dann die zwei Vorhänge anbringen und zusammen und auseinanderschieben und das wird dann wahrscheinlich so funktionieren. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, weil jetzt bekomme ich dann bald per E-Mail irgendwann ein Angebot und dann kann ich mal mehr erzählen, kann ich mehr sagen. Ja, zum Teppich kann ich euch noch was erzählen, nämlich dem Ablauf. Das ganze Zimmer muss leergeräumt sein, also haben meine Mom und ich gesagt, dann muss zuerst der Einbauschrank rein, damit wir da das Zeug vom Einbauschrank in den Schrank reintun können, damit wir Platz bekommen, damit wir räumen können, damit überhaupt das machbar ist mit dem, das Zimmer muss leer sein. Ja, und meine Kommode, wo dann zukünftig der Fernseher drauf kommt, Schrägstrich der Fernseher, kommen dann voraussichtlich übergangsweise in dieses Zimmer hier und dann wird es in einem Tag gelegt, also wird der Teppich in einem Tag gelegt und drunter kommt eine Art Klebenetz, das besteht aus doppelseitigem Klebeband und der ist da, damit sich der Teppich nicht so, dass der sich nicht so bewegt und dass da nicht so Wellen entstehen können. Und ja, den weißen Schrank sparen wir uns aus, weil der bleibt da ja eh stehen bis in alle Ewigkeit. Und wenn da jemals abgebaut wird, dann nur, weil wir auch ausziehen. Also macht es keinen Sinn, den da drunter mit zu Teppich zu machen. Und der Teppichbauer hat dann zwar gesagt, das sieht dann aus wie Wolle, aber meine Mom und ich haben gesagt, der muss ausgespart werden, weil wenn wir den jetzt abbauen würden und dann ausräumen, dann würde der zusammenkrachen und das ist ein Familienerbstück, also der ist uns emotional wirklich was wert. Und von daher haben wir uns entschieden, dass der ausgespart werden muss. Ja, und unterm da, wo das Regal hinkommt, ist tatsächlich dann auch Teppich, weil der Teppichbauer, naja, er hat halt noch nie mit dem Assenberger zusammengearbeitet, hat dann gemeint, man weiß ja nie und vielleicht in ein paar Jahren ist es so, dass ich das dann nicht mehr so schön finde, dann will ich das dann nicht mehr haben und ja und hups und dann möchte ich das Regal bewegen und deswegen wäre es besser, wenn man da das doch da macht. Und ja, also ziehe ich das jetzt durch und guck mal. Und wenn es dann nie bewegt wird, dann lasse ich mir ein paar Jahren so denken. Ha.
Aber wenn es jemals bewegt werden sollte, werde ich wahrscheinlich auch mir, dann werde ich mir denken, okay, dann bin ich jetzt froh, dass es da drunter ist. Aber mal sehen. Ja, ja, und das war eigentlich alles, was ich euch dazu so jetzt auf die Schnelle erzählen kann. Ich werde euch gleich nochmal im Anschluss ein Video aufnehmen, weil wir hatten Besuch von einem neuen Schreiner. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so vom Teppich kennt oder ob ihr irgendeinen Teppich mir noch als Empfehlung habt, der günstig ist, aber trotzdem sehr weich. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.